Ich arbeite in dem Exzellenzcluster Science of Intelligence, wo wir erforschen, wie Kakadus uns vielleicht helfen können, Robotern bessere Fähigkeiten beizubringen. Es gibt Kakadus, die sehr neugierig auf der einen Seite sind und andererseits auch dazu in der Lage sind, komplizierte mechanische Rätsel zu lösen. Und das ist für uns als Robotiker natürlich sehr interessant. Diese Rätsel bestehen aus mehreren Teilen. Das sind quasi mechanische Bauteile, bei denen zum Beispiel eine Cashew-Nuss hinter einer Tür ist. Und diese Vögel, die lieben diese Cashews, die wollen die wirklich unbedingt haben. Also wenn wir jetzt nicht von Trainingszeit, sondern nur über Lösungszeit reden, dann braucht ein Kakadu, der gelernt hat, die Lockbox zu lösen, 10 bis 20 Sekunden. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man gerne einen Roboter hätte, der einem in der Küche hilft. Ist es natürlich extrem wichtig, dass Roboter auch dazu in der Lage sind, selbstständig herauszufinden, wie denn solche mechanischen Apparate funktionieren. Und dafür müssen Roboter eben zwangsweise mit diesen Sachen interagieren. Die müssen da hingehen und daran rütteln und schauen, kann ich das in diese Richtung bewegen oder ist das vielleicht doch eher eine Tür als eine Schublade. Und selbst als Mensch weiß man das ja manchmal nicht. Manchmal kommt man ja an einen Ofen ran und versucht ihn aufzumachen und denkt, der hat eine Tür, aber tatsächlich hat er dann so einen Schlitten und kommt raus. Und naja, ne? Also deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wenn wir wollen, dass Roboter in unseren Alltagsumgebungen hilfreich für uns sind, dass sie eben auch solche mechanischen Rätsel lösen können. Und weil wir ja schon Tiere haben, die eben auch dazu in der Lage sind, solche Rätsel zu lösen, ist es natürlich für uns auch total interessant zu schauen, wie das geht, dass man vielleicht auch der Robotik darüber was beibringen kann. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass die Vögel extrem viele Aktionen durchführen, die möglicherweise auf den ersten Blick gar nicht so geplant oder intelligent aussehen. Aber wenn man jetzt sagt, dass man die Intelligenz des Agenten darin misst, wie schnell er das Rätsel löst, dann ist es manchmal eben viel besser, viele Aktionen schnell auszuführen, als wenige ganz vorsichtig und indem man ganz, ganz viel drüber nachdenkt. Deswegen wäre es halt schon sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel Roboterarme hat, die eben in sich nachgiebiger sind. In diesem anderen Experiment haben wir uns gefragt, wenn der Roboter bestimmte Teile der Lockbox aufmachen soll, dann sind da zum Beispiel eben so prismatische Gelenke, also quasi sowas wie eine Schublade, irgendwas, was sich linear bewegt. Und wie können wir denn dafür sorgen, dass der Roboter sowas möglichst robust kann? Und dann haben wir uns quasi als Beispiel Mechanismus dann eine Schublade gemacht, ne, was ja auch ein Teil ist, der realistisch in so einer Lockbox vorkommen könnte, und haben dann eben einen Roboter programmiert, dass er diese Aufgabe lösen kann, die Schublade aufzumachen, eben auch unter ganz starken Störungen.